Euer Göttervertrauen möchte ich haben. Nun, deswegen sind wir doch beide in die Kirche gegangen. Thema Göttervertrauen. Wir sollten sehen, dass wir bald in den Zartempel kommen. Macht ihr euch Sorgen, dass sie zu viel Chaos anstellen? Es ist ein Zartempel. Ihr habt gehört, was Abel mir sich letztes Mal geleistet hat. Oh, stimmt. Ja, vielleicht sollten wir mal nachschauen, was die treiben. Ja, Kiaras kann spüren, wie die innere Harmonie wieder in ihm einzieht. Die letzten Tage haben natürlich auch an dir sehr gefressen. Und die Erwähnung von Ansven hat natürlich schon so ein bisschen gesessen. Die Harmonie hat dir deutlich gefehlt. Die Straßen von Werheim sind bis zum Bersten mit Soldaten gefüllt, mit Pferden, mit Wagen und mit Geschützen. Aber wo andere Städte im Chaos versinken, da verzahnen sich hier Befehle und Bewegungen, die ineinander fließen. Karäter, Pikiniere, wettergegerbte Grenzreiter greifen vor uns und die berühmte Verdocker Lanzerinnen, die dunkelgerüsteten Golgariten, die im Streit mit den Ananfanern Borons Kämpfern stehen. Mit Rabengardisten. Ja, viele Leute, die sich dann auch untereinander streiten, viel Standesgedünkel, Reiterei blickt auf das Fußvolk hinab, altehrwürdige Ritter, die in einen Streit mit einfachen Landsknechten geraten. Viele Einheiten sind nur mäßig ausgerüstet oder erhalten seit Jahren keinen Materialsatz mehr. Nicht jeder ist freiwillig hier. Und nachdem dann auch Kiaras und Yalan im Zartempel aufgetaucht sind, könnt ihr nach, ja, einigen Stunden, die ihr dort in den Bassins gelegen habt, in den Wassern gebadet habt und den Schmutz der Straße von euch gewaschen habt und vor allem auch die Krankheiten, könnt ihr dann wieder angekleidet auf die Straßen treten. Ömers Haut ist deutlich merklich besser geworden, aber auch immer noch plagen ihn nicht unbedingt mehr Käfer, aber ja, graue Haut. Grau, krustig, schuppig. Da wirst du, wie gesagt, noch einen weiteren Tag dran drin baden müssen. Aber zumindest erst einmal sind die Schrecken überwunden. So, wer möchte mitkommen? Ich gehe jetzt echt die Alanfahner besuchen. Das wird super. Ich muss die nächsten 2-3 Tage irgendwo wohnen, wo garantiert keine Bahnstrahler vorbeikommen. Ich komme. Ja, ihr kommt mit! Ich weiß nicht, ob bei den Magiern etwas frei ist. Das war ein Scherz, keine Sorge. Ich bin sicher, ihr könntet bei mir mit dem Reihertempel runterkommen. Ihr möchtet, da kommt garantiert kein Mannstrahler vorbei. Aber bei den anderen Fallen auch nicht. Also bei uns kommt bestimmt kein Mannstrahler an euch ran. Nun, dass die Bahnstrahlen es nicht versuchen werden, kann ich allerdings nicht versprechen. Ich kann euch versprechen, dass sie nicht an euch rankommen. Das jetzt versuchen oder nicht, das ist ja was anderes. Ich meine, wenn wirklich 2 von meinen Brüdern und Schwestern hier sind. Nun, es sind unsere Landsleute, also es ist, glaube ich, zu erwarten, was passieren wird. Ich möchte gern, wenn das alles vorbei ist, nicht aus dem Orden geworfen werden. Ach so, ich wollte noch nicht hingerichtet werden. Naja, gut. Ein Ziel nach dem anderen, würde ich sagen. Also, wollt ihr mitkommen oder nicht? Warum nicht? Warum nicht? Ich wollte mir sowieso alle Truppen einmal ansehen. Auch was aus unseren Torian geworden ist. Ich würde gerne mal wieder mit kultivierten Personen sprechen. Sprich, die Horasia, wenn es welche gibt. Ja, ob ihr da einen Kultivierten findet. Bestimmt. Wir müssen uns auch noch einige Schlachtrösser besorgen. Nicht, dass der Feind auf einmal vor den Toren steht und tut mir leid, die hohen Herren, ich habe gerade das letzte rausgegeben. Wollt ihr Briten kämpfen? Ich bin Ritter, Rafim. Ebenso wie ihr. Es ist nur standesgemäß, Briten zu kämpfen. Ja, ich kämpfe mit dem Bogen. Und es erhöht die Überlebenschancen ungemein. Bei der Flucht. Nun, es könnte helfen, hinter den Drachen herzukommen. Ach, jetzt kommt erst mal mit. Das wird super. Ich suche Alanfana. Ich suche meine Landsleute.
Weißt du, wo die ungefähr sind? Die befinden sich irgendwo beim Rondra-Tempel. Dort könnt ihr auch einige Anschläge erkennen. Steckbriefe, KIA-Steckbriefe von Rädelsführern, Führern von Machthabern der Schwarzen Lande mit dem entsprechenden Kopfgeld. Beispielsweise die Befreiung des gefangenen Mechanicus Leonardo soll 300 Dukaten erbringen. Der Kopf von Galotta 2000. Was bringt der von Varena? 300. Was bringt der von Drego von Angenbruch? Drego von Hagenbruch. Steht der gar nicht auf der Liste? Der steht auch auf der Liste, ist wohl aber ein anderes Schreiben. Ist also nicht von der KGA selbst geschrieben worden, sondern aus goldenem Büttenpapier mit einem Prios-Siegel drunter hat man wohl einfach daneben gehängt. 50 Dukaten. Ja, wow. Guck mal, Drego, das sind sie ja schon. Selbst wir sind mehr als 50 wert. Unterschrieben Raferian. Hochmeister Knorser, da waren wir nicht. Raferian ist der Hochmeister? Und Großinquisitor in Personalunion. Großinquisitor, das ist also dann doch der Mann, dem wir unterstanden hätten mit diesem Schreiben, weil wir nur Inquisitoren waren. Richtig. Technisch gesehen unterstehen wir einem geheimen Inquisitionsrat, aber da wir außerordentlich ernannt sind, ist es wohl kompliziert. Ach, macht euch darüber keine Sorgen mehr, jetzt ist das eh vorbei. Untersteht dieser Inquisitionsrat dann im Endeffekt wiederum nur der Kaiser? Für gewöhnlich unterstehen 12 Inquisitoren einem geheimen Inquisitionsrat, derer es 12 gibt, alle dem Großinquisitor unterstehen, der wiederum dem Boten des Lichts untersteht. Ah, okay. Oh, Raffi, mis amigo! Wartet, ich erkenne die ersten. Ja, das wird super. Zwei Schränke, größer noch als Rafim, wahrscheinlich irgendwelche Trollzacker, kommen auf ihn zu. Der eine Chorgeweiht mit einer unglaublich riesigen Axt, mit einem Chorspieß. Und der andere nicht minder klein und mit einer martialischen, ist das ein Schwert? Ist das überhaupt eine Waffe, die man halten kann? Ja, die Waffe ist wahrscheinlich noch größer als Ömer und Rafim wirkt klein neben ihn. Und zwar mit allem, was er irgendwie tut und was er alles macht. Rafim wirkt klein. Meine Brüder! Rafim, wir haben gehört, dass du hier bist. Darf ich euch vorstellen? Meine Brüder. Und ich breite so meine Arme aus zwischen den riesigen Schränken, die mich vermutlich noch so 20 Zentimeter überragen. Hier, ich darf euch vorstellen, den ehrwürdigen Ömer. Und den Rest. Ömer, komm, ich stell dich vor. Nein, hier, Ömer, guck dir meine Brüder an. Sind sie nicht gut gewachsen? Ja, die sehen nicht aus wie Bogenschützen. Ja, weiß ich gar nicht. Ja, ne, sie sind eher vom Nahkampf überzeugt. Wir haben eine gute Taverne gewonnen. Komm, Raffi, wir trinken erstmal was. Ja, wir trinken. Ömer, jetzt lernst du saufen. Alles klar. Kommt, Jungs, nicht so langsam laufen. Jetzt ist Stechschritt angesagt. Hier laufen noch irgendwo ein paar Dukatengardisten rum. Die vermöbeln wir nachher. Das wird klasse. Ich hoffe, wir kriegen ein paar mehr. Vielleicht kriegen wir sogar 6. Aber das wäre schön. Ja, irgendwo auf der anderen Stadtseite. Oh, mon ami, magicien, Abelmir de Betana, je suis content de te voir. Horasier, der vor dir steht, gehört wohl irgendwie zur Armee, holt sich ein kleines Schnupftüchlein raus und trocknet sich erstmal die Augen, hat wohl gerade erstmal angefangen zu weinen. Es ist doch schön, dass wir uns hier sehen. Oh, ich habe euch vermisst, die ganze Zeit über. Ihr wart so lange nicht mehr in Betana. Ah, oh, bonsoir, mes amis. Es ist wunderschön, mal wieder in der Sprache, der gepflegte Sprache zu reden. Oh, dieses pöbelhafte Volk, es stinkt so sehr in Werheim. Es ist unglaublich. Es ist mittelreich, ja, was soll man sagen? Ich bin froh, wenn wir ihnen ein bisschen Feuer unter den Asche jagen und dann von hier weg können. Ich vermisse Kuslik. Ich auch. Ich habe lange nicht mehr eine Oper genossen. Eine Oper, die neuesten Stücke, und ihr solltet wissen, die Mode hat sich verändert, seitdem ihr da wart. Diese Kleider, das Parfüm, ihr müsst wissen, die Stadt lebt, sie pulsiert, Rajas Freuden. Ach, ich bin viel zu lange. Hesin, der hat uns geküsst. Gibt es hier eine Lokalität, wo ein passablen Wein?
Ach, der Wein, mein Freund. Wir haben ein bisschen Vienna importiert aus Güslik. Wir haben etwas mitgenommen, denn wir wussten, dass sie im Mittelreich so sehr unkultiviert sind. Ihr seid ein Geschenk. Was soll ich sagen? Oh, mon ami, kommt, wir haben uns ja so viel zu erzählen. Ja, ich folge ihm halt und dieses Gespräch geht wahrscheinlich noch so oder noch schlimmer weiter. Ja, noch schlimmer. Derweil kann Isarun ein paar Magier treffen, die hier sind. Unter anderem Jelef ibn Yasafar, der hier ist und gerade in einem, ja, es ist so ein typischer Lesesaal, sitzt da gerade in einem Ohrensessel und liest ein gutes Buch. Ja, Rekala von Horsen-Rabenmund wäre dann auch irgendwo hier untergebracht, aber die aktuell immer noch an der Seite von Ema. Und ja, so kannst du dann hier auf Jelef ibn Yasafar treffen und noch ein paar andere Weißmagier. Unter anderem ist auch die Ordenshochmeisterin der Pfeile anwesend. Die anderen weilen wohl noch in Gareth. Das sollte wohl klar sein, weil am 21. das Konvent ist. Stimmt, der fängt ja jetzt auch an. Oh, Isarun, schön, dass ihr wieder hier seid. Konnten euch meine lehrhaften Pergamente denn weiterhelfen, während ihr in Tarpazien gewandelt seid? Ja, natürlich, euer Magnifizenz. Vielen Dank. Also, ich hab mein Bestes versucht. Aber ich muss sagen, Elementarmagie ist mir wohl nicht in die Wiege mitgegeben worden. Es braucht etwas. Wenn ihr weiteres Interesse habt, dann werde ich euch auch selbstverständlich andere Thesi beibringen, wenn sie euch denn interessieren. Aber ja, die Sphären sind launisch und es sind Geschöpfe mit einem eigenen Willen. Das sollte man nie unterschätzen. Das ist wohl wahr. Und ich finde es auch schwierig, rein von einer Thesis zu lernen. Ich finde, Magie muss man auch immer erfühlen können. Das stimmt, aber wir als Gildenmagier mit einem Cantus ausgestattet sind in der glücklichen Lage, dass wir es überhaupt vermögen, aus so etwas wie einem Schriftstück zu lernen, denn dies ist allen anderen natürlich nicht gestattet. Elfen beispielsweise, Hexen oder gar Druiden, sie lernen eher intuitiver als wir und wir können uns da auf unsere Gehirnwindungen konzentrieren und sie auch schriftlich sowohl lesen als auch niederschreiben. Das ist wohl wahr. Aber wie man sagt, Übung macht den Meister. Die Übung hatte ich leider nicht. Es hat wohl geklappt, aber wie gut das Ergebnis war, das vermag ich nicht zu beurteilen. Ich habe bereits gesehen, dass euer Freund einen Brief geschrieben hat, ja? Hat er euch gar nicht darüber informiert. Er soll sich jetzt wohl eine eigene Gilde in der grauen Gilde soll er sich eine Akademie aussuchen. Tatsächlich. Ja, er darf sich jetzt wieder seines Stabes bemächtigen. Das war mir noch nicht bekannt. Nein, also mir war bekannt, dass er ein derartiges Schreiben aufsetzen wollte. Aber eine Antwort hatte er meines Wissens nach bisher noch nicht erhalten. Dann wird ihn dieses Schreiben wohl sicherlich in den ein oder anderen Tagen erreichen. Zumindest habe ich mitbekommen, dass ein solches Schriftstück angefertigt worden ist. Die Convocata Prima hat das selbst unterschrieben. Aber eine das ist ja nicht eure Gilde. Nein, in der Tat nicht. Mir wäre es natürlich lieber gewesen, wäre er geblieben. Aber nun gut, so ist es gekommen. Isarun, mit wem unterhaltet ihr euch denn da? Oh, mit dem Erzmagus. So. Der Vivian Jasper. Ja, die Hauptfrau Sagittata Sambra schaut dich so ein bisschen strafend an. Ihr wisst, dass wir unsere Geheimnisse nicht mit der Grauen Gilde teilen, korrekt? Selbstverständlich. Gut. Ich habe euren Bericht natürlich erhalten. 18. Pereine. So. Gerne. Wollen wir uns darüber unterhalten? Etwas ja, privater? Genau. Deswegen erwarte ich doch bitte einen Rapport von euch, der etwas ausführlicher ist, denn das hier ist unzureichend.
Und bevor ihr euch hier über Elementarmagie mit einem Graumagier unterhaltet, sollten wir doch eher die Politik der Pfeile des Lichts etwas klassifizieren, oder? Selbstverständlich, Hauptfrau Magistra. Gut. Ja, weiter blickt sie strafend dann auch auf den Erzmagier, der das einfach nur mit einem Lächeln und einem Anheben der Teetasse kommentiert. Und so kannst auch du dich mit Sagitta Sambra zurückziehen.